Ich bin hier heute in Münster auf dem Streetfood-Markt und schaue mir mal an, was hier so Leckeres auf den Tisch kommt. Essen mit Liebe. So lautet der Slogan des Foodlovers Streetfood-Marktes, der zum zweiten Mal in Münster stattfindet. Über 30 verschiedene, unabhängige Standbetreiber und Foodtrucks bietet der Markt am Samstag, dem 16. April 2016. Die Vielfalt spricht für sich. Trotz Regen bewegen sich etliche Menschen an Münsters Hafen, um, DJs und lokaler Musik lauschend, eine Vielfalt an kulinarischen Köstlichkeiten zu testen. Doch Münster ist nicht die erste Stadt mit einem Streetfood-Markt. Wie kam denn überhaupt die Idee auf, einen Streetfood-Markt zu eröffnen? Also das erste Mal, was ich von dem Thema mitbekommen habe, war vor 3 Jahren in San Francisco. Dort haben sich einfach Foodtrucks aus der Stadt getroffen und einfach eine Veranstaltung daraus gemacht. Und dann habe ich die Idee mit nach Deutschland gebracht und hatte dann in Berlin die Markthalle 9 entdeckt, die auch ein ähnliches Thema machen. Und dann kamen die ersten Veranstaltungen nach NRW. Wie ist denn insgesamt so die Resonanz auch letztes Jahr gewesen? Die Resonanz ist super. Münster macht Spaß, weil die Leute offen sind für Neues und Spaß haben an Streetfood, Spaß an neuen Gerichten. Dies sagt nicht nur der Veranstalter Max Sollmann. Wie hat es dir insgesamt so gefallen? Also die ganze Idee an sich? Die Idee ist super. Also Essen ist immer gut. Also erstmal die ganze Atmosphäre finde ich sehr schön. Es ist toll aufgemacht, es gibt super leckeres Essen und wir haben voll Spaß hier. Die Leute sind toll, das Essen ist toll. Dass man nicht nur so eine Geschmacksrichtung hat, sondern alles Mögliche. Sehr viele Kulturen. Den veganen Rap fand ich ganz cool, dass es hier so viel vegane Auswahl gibt. Und was würdet ihr sagen, würdet ihr doch mal wieder hierher kommen? Ja, auf jeden Fall. Es ist super, mal alles zu sehen, so die ganze Kulturen so ein bisschen sich abzuschätzen. Ist super lecker auf jeden Fall. Ja, warum nicht? Essen ist immer die beste Sache eigentlich. Das stimmt allerdings. Was habt ihr denn so für Essenssorten vertreten? Also wir haben insgesamt 27 Stände. Im Hintergrund sieht man zum Beispiel Japan mit Dim Sum. Wir haben lateinamerikanische Gerichte, wir haben indisch, mexikanisch, verschiedene Fleischgerichte und vegetarische, vegane Gerichte. Das klingt ja erstmal nach einer ganzen Menge. Ist auch irgendwie geplant, das in den nächsten Jahren vielleicht noch ein bisschen auszubauen oder reicht das erstmal so? Nein, wir werden noch viele weitere Veranstaltungen machen. Insgesamt haben wir dieses Jahr 14 Veranstaltungen in ganz NRW. Und, Was kann man hier denn heute empfehlen? Generell empfehle ich immer mal, von den klassischen Gerichten wegzugehen und mal was Neues zu probieren. Interessant ist der Markt aber nicht nur für die Konsumenten. Für Köche, die sich selbstständig machen möchten, bietet der Streetfood-Markt auch die Gelegenheit, sich auszuprobieren und Eigenkreationen vorzustellen. Was macht Ihren Stand besonders? Es ist einfach schön, es sieht einfach gut aus. Wenn ihr wollt, kann ich euch auch gerne einen vorführen. Das ist natürlich schwer zu essen. Ja, ich verstehe jetzt, was diesen Stand besonders macht. Auf jeden Fall das hier. Den Ausgleich zu Süßem stellt eine Vielzahl an deftigem Essen. Wie gefällt euch das so? Wie ist so dieses Gefühl unter freiem Himmel, okay? Zu kochen? Super! Die Leute sind nett, die machen alle mit, unseren Quatsch ertragen sie. Alles super. Und wie kommen die Burger hier so in Münster bei den Münsteranern an? Bis jetzt ganz gut. Wir haben nur positives Feedback. Was macht diesen Stand so besonders? Warum sollte man gerade hierher kommen? Wir sind einfach ein geiles Team. Das gehört einfach hier hin zum Foodlovers Markt. Wir haben die geilsten Burger hier überhaupt. Wir haben eine schöne eigene Soße entwickelt. Das hört sich natürlich echt lecker an. Das muss ich sagen. Und ich hoffe, wir treffen uns hier gleich wieder. Bestimmt. Also bei Burger kann ich eigentlich nie Nein sagen. Dann haben wir gleich ein Date. Eine große Auswahl also, bei der jeder etwas Neues entdecken kann. Oh, jetzt habe ich so viel über Essen geredet. Da kriege ich richtig Selbsthunger. Ich meine, ich habe jetzt schon was von diesen Erdbeeren probiert, aber jetzt brauche ich was richtig Herzhaftes.